aber das sagen die Ingenieure und Architekten. Yeah, because when you were in Sanakan, it's the Sulu. Glockenturm, zum Gedenken an die Gefallenen, die vor dem 10 Japaner Krieg umgekommen sind. They'll be hidden. The Bruneians will be here during the school holiday. And so the area in front is what we call the Warisan Square. So, meine Damen und Herren, wir sind bei der Promenade. Sie waren gestern hier in der Gegend wahrscheinlich, ja? Philippinenmarkt. Vorhin haben wir einige Hotels gesehen. Jetzt wollen Sie noch ein neues Hotel bauen, links vorhin. Und Warisan Square ist diese Gegend, wo Sie auch einkaufen. Einheimische gehen immer gern einkaufen, aber auch neben Promenade Hotel, wo die Brunei. Einheimische von Brunei kommen immer während der Schulferien mit ihren Kindern, weil es hier viel billiger ist für den. So macht dann, weiß ich nicht. Die haben in der Mitte eine Säule, dann haben sie von oben angefangen und dann bis unten. Haben die andere dran? Haben die Flaute. Ah. Eins der schönsten Gebäude der Welt. Unsere nächste Reise setzen wir fort ins Sultanat Brunei. Wir quartierten ein im Hotel Empire. Es ist wohl eins der besten, und größten und schönsten Hotels in Südostasien. Da drüben sitzen wir. So mächtig ist das Hotel. Es liegt direkt am Meer.
Panzerdorf, das wir jetzt besichtigen. Das macht man manchmal, oder? Ja, klar. Ja. Zu Hause kann man kaum. Ach ja, das liegt.